Herz mich hören und ich sage Ruhe. Tennessee Williams Schauspielklassiker Endstation Sehnsucht wird im Theater Pforzheim als Oper nach André Pévin aufgeführt. Blanche Dubois ist Tochter aus gutem Hause. Sie ist verwöhnt und elitär. Doch das hilft ihr nicht. Sie verliert ihre Habe und ihren Beruf. Sie reist nach New Orleans und hofft, bei ihrer Schwester Stella unterzukommen. Blanche ist geschockt von den beengten Verhältnissen des Arbeitermilieus. Mit Stellas Mann Stanley kommt sie nicht klar. Sie hängt an ihrem alten Leben und flüchtet sich in Tagträume, Lügen und Alkohol. Dann lernt sie Stanleys Freund Mitch kennen. Ja, es ist ein klassisches Drama mit sehr genauer Figurenzeichnung und großartig ausgearbeiteten Charakteren. Und was wir jetzt im ersten Teil gesehen haben, das verschärft sich noch im zweiten Teil und es kommt dann gegen Ende, kann man so sagen, wirklich zur Katastrophe. Ja. Das Drama ist legendär, wurde 1947 mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet und zählt zu den bekanntesten Werken des Amerikaners Tennessee Williams. In filmmusikalischer Dichte verbindet André Pévin spätromantische Orchesterklänge sowie treibende Südstaatenrhythmen. Das ist große symphonische Musik schon fast. Ich habe immer das Gefühl, es ist, als hätten sich Giacomo Puccini und Richard Strauss in New Orleans in einer Jazzkneipe getroffen. Endstation Sehnsucht ist ein atemberaubendes Spiel mit Eigen- und Fremdwahrnehmungen, mit Träumen und Illusionen, Vorurteilen und großen Erwartungen. Für mich ist es wichtig, dass ein Zuschauer sich berührt fühlt, dass er mit der Geschichte was anfängt, was für ihn stimmig ist. Also ich habe keine Botschaft in dem Sinne, dass ich sage, ich möchte das und das mit einem erhobenen Zeigefinger kundtun, sondern ich möchte, dass man sich diese Geschichte ansieht, anhört und persönlich darauf reagieren kann. Das Stück feiert am 10. Februar Premiere im Theater Pforzheim.